die weibliche Form. Nirgends wird die Herabsetzung des weiblichen Geschlechts so deutlich wie in der Redewendung Hannes nahm sich Erika zur Frau. Erika wird also genommen, wie eine Waschmittelpackung vom Regal eines Supermarktes. Weltwoche. Ich hatte vor den Chefbeamten des Kantons St. Gallen einen Vortrag über Kommunikation gehalten und war nun wie üblich auch noch bereit, Fragen zu beantworten. Sie haben in Ihrer Rede konsequent immer nur die männliche Form wie der Beamte, der Bürger, der Kunde gebraucht. Haben Sie das absichtlich so gehandhabt? Ich habe nicht bewusst darauf geachtet, bin aber gegen überflüssigen Ballast. 10.000 Zuschauer an einem Konzert, da glaubt doch sowieso niemand, dass das alles nur Männer waren. Was für die Zürcherinnen und Zürcher das Sechseläuten und für die Baslerinnen und Basler die Fasnacht, das ist für die Bernerinnen und Berner der Zibelmerit. Ist das sinnvoll? Zustimmendes Gemurmel. Es gibt ja, wenn Sie so wollen, auch einen frauenfreundlichen Aspekt, in dem die weibliche Form auch bei negativen Begriffen nicht verwendet wird. Wer sagt schon Henkerinnen und Henker, Terroristinnen und Terroristen? Gelächter. Ich war nun richtig in Fahrt gekommen. Großen Sachschaden richteten in der vergangenen Nacht wieder ein Dutzend Krawallbrüder und Krawallschwestern an. Die überrissenen Mieten sind auf das skrupellose Vorgehen gewisser Immobilienhengste und Immobilienstuten zurückzuführen. Große Heiterkeit im Auditorium. Als Frau Bundesrätin Dreyfus von einem Journalisten nach ihrem Sternzeichen gefragt wurde, sagte sie, sie sei eine Wasserfrau. Da haben sie aber Glück gehabt, dass sie kein Stier sind, sonst wären sie eine Kuh. Nun meldete sich aus einer der hintersten Reihen die Chefin aller Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Ich finde das, was Sie eben gesagt haben, unerträglich. Ich fühle mich als Frau verletzt. Sie legen hier ein primitivstes Macho-Gehabe an den Tag. Ich bin von Ihren Ausführungen angewidert und aufs Tiefste gekränkt. Eine solche Beleidigung von Frau Bundesrätin Dreyfus ist absolut unentschuldbar. Es war ganz ruhig geworden unter den rund 200 Chefbeamten. Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Ich fühlte mich wie eiskalt geduscht. Unerbittlich waren die Sätze auf mich niedergepeitscht. Ich war mit meinen Späßen zu weit gegangen. Was konnte ich schon antworten? Die Interpellantin hatte ja auf ihre Art recht, und das sagte ich ihr dann auch. Trotzdem, das Beladen der Sätze mit zusätzlichen weiblichen Formen, das lediglich einem Ritual gleichkommt und nichts zur besseren Verständlichkeit beiträgt, halte ich für ein untaugliches Mittel. Dass Frauen heute für die gleiche Arbeit wie die Männer noch immer nicht den gleichen Lohn erhalten, finde ich absolut skandalös. Dies aber mit dem unpraktischen Beladen der Sprache lösen zu wollen, erachte ich als weltfremd. Am irrwitzigsten finde ich die gleichzeitig verlängerte und komprimierte Form mit den Großbuchstaben mittendrin. MitarbeiterInnen, LeserInnen, AutofahrerInnen. Dieser scheinbare Ausweg ist zwar aufgrund der aktuellen Problematik nachvollziehbar, wird aber in weniger als 20 Jahren bestimmt als absurde Verirrung der Schriftsprache ad acta gelegt werden. Wie soll ich das in die mündliche Rede übertragen? Vielleicht, indem ich bei jedem großen Zwischen-I einmal kurz in die Höhe hüpfe?